Spellbound. Joe Wood. Und das brauche ich nicht vorzulesen, das hat sich selber vorgelesen und ich habe irgendwie ein Déjà-vu, aber wir sind nicht wieder in Arcania, naja, so halb schon. Wir sind in Arcania Fall of Zetarif, dem absolut schrecklichsten Add-on, was es jemals für irgendein Spiel gegeben hat, wobei bin ich mir gar nicht so sicher. Im Zweifelsfall ist es das nicht mal, aber es ist ein wirklich furchtbares Add-on. Wir spielen natürlich wieder mit allem, wir spielen hier wieder so und das hat sich das diesmal gemerkt. Das ist nicht so interessant. Wir spielen die GOG-Version, denn die ist komischerweise auf Deutsch. Also auch die Sprachausgabe ist auf Deutsch. Also, nein, das ist eigentlich nicht das Komische. Das Komische ist, dass das Hauptspiel nicht auf Deutsch ist bei GOG. Aber ist ja auch egal, habe ich ja schon mal in Arcania drüber gesprochen. Wir fangen einfach mal ein neues Spiel an. Wir spielen auf normal. Ich habe eben schon mal eine Testaufnahme gemacht. Das Spiel hat sich aber in der Zeit glücklicherweise nicht gespeichert, sodass wir tatsächlich keinen Spielstand diesmal haben. Wir spielen einfach wieder auf normal, weil das Spiel ist so furchtbar, das darf nicht länger dauern. So, wir können jetzt theoretisch ein neues Spiel starten. Ich kann das ja mal eben anklicken. Da können wir uns dann jetzt entscheiden zwischen Magier, Krieger und Schütze. Krieger haben wir ja im Hauptspiel gespielt. Schütze finde ich, glaube ich, ein bisschen langweilig. Magier wäre vielleicht noch interessant. Aber ich glaube, wir spielen einfach mit unserem Helden weiter, weil den haben wir uns ja gemeinsam aufgebaut. Da können wir jetzt hier diesen Spielstand importieren. Und dann machen wir das auch. Dass du wieder da bist. Gerade jetzt. Was ist passiert? Ich habe schlechte Nachrichten aus Zetarif. Der Bote war halb tot, hat von einem Dämon gestammelt und davon, dass Karella, die Tochter von Esorn dem Sechsten, um meine Hilfe bittet. Die Tochter deines Feinds bittet um deine Hilfe? Ich hätte dem Boten auch nicht geglaubt. Aber der Vulkanausbruch? Er gibt mir zu denken. Außerdem sind meine Freunde nach Zetarif gegangen, um nachzusehen, was aus meinem Heer geworden ist. Diego, Milton, Lester und Gorm. Ich mache mir Sorgen. Sie sind auch meine Freunde geworden. Wenn du erlaubst, gehe ich nach Zetarif und suche nach ihnen. Ja, ein unfassbar aufwendiges Intro, wie ihr gesehen habt. Man hat nämlich einfach gar nichts gesehen, nur Leute reden hören. Das spricht immer für Qualität, wenn man sowas sieht. Also es ist noch schäbiger eigentlich als die Zwischensequenzen im Hauptspiel. Hier T-Post schon mal jemand, das ist auch immer schön. Ja, wir können was craften. Scheint wurde sich auch die Position des Helden gemerkt, weil wir im Angriff gerade waren. Ja, unsere Stats, die habe ich am Ende von Arcania gar nicht mehr gezeigt, aber die können wir uns ja jetzt zusammen angucken. Warum haben wir kein Amulett? Das regeln wir gleich. Ja, wir haben hier den Segen Innos, unsere runengravierte metallischen Prunkharnisch. Wir haben den Golem-Talisman, Armschienen des Streiters, Ring des Paladins, den Schnitter des Hasses, die Minecrawler-Armbrust und ein paar Bolzen. Ist die Minecrawler-Armbrust eigentlich echt? Ach, das ist jetzt hier der Werkstoff. Der ist jetzt nicht mehr bei Sonstiges. Ja, ich schieb mal so ein paar Sachen hier hin und her. So. Hä? Ja, und damit sind jetzt diese
Hä? Die sind jetzt einfach weg, oder was? Ich meine, wir brauchen die jetzt eh nicht mehr, aber... Ja, die sind jetzt einfach weg. Perfekt. Dieses Spiel. Ja, das verschwindet nicht. Egal. Ja, das sind auf jeden Fall hier unsere Stats. Wir haben 876 Lebenspunkte. 359 Mana, 505 Ausdauer, 20 Lebensregeneration. Das hat nur noch 2 Lebensenergieregeneration, nicht mehr 80. Das ist ja voll kacke. Das war ja genau das, was diesen Helm, also den Segen Innos, so stark gemacht hat, dass er 80 Lebensenergieregeneration hatte. Naja, egal. Aber vielleicht ist er auch deswegen einfach zu krass. Und sie haben ihn deswegen ein bisschen genervt. Gut, sehen tun wir ihn auch nicht mehr, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Wir sind hier in Sornjara, da ist die Bastion, hieß das Ding so, da wo wir durch sind, um dann in die Arena da hinten zu kommen. Da ist die Arena, ihr wisst, das Tor kennen wir. Wir sind da oben auf der Mauer mal lang gelaufen, haben da ein paar von den, keine Ahnung wie die hießen, von diesen Typen halt umgebracht. Geldmäßig, wir haben 32.000 Gold. Und hier haben wir irgendeinen Typ mit einem Ausrufezeichen über seinem Kopf. Dann reden wir jetzt mit dem. Ah, da bist du ja. Das ist gut. Großmeister Ningal hat mich gebeten, dir etwas auszurichten. Was? Er erwartet dich im Süden von hier, in der Wildnis, und bereitet einen Teleportationszauber für dich vor. Einen Teleportationszauber? Warum das denn? Ein Lavastrom hat uns heute Nacht gänzlich von Setarif abgeschnitten. Warum hat Ningal den Zauber nicht gleich in der Festung gewirkt? Der Großmeister der Finsternis hat es nicht für notwendig erachtet, mich in die Einzelheiten seiner weisen Pläne einzuweihen. Das Beste wird sein, du fragst ihn selbst. Was gibt es hier in der Gegend von Sornjara? Bäume, Sträucher, Gräser und im Süden von hier ein paar schäbige Bauernhöfe. Nichts, was für deine Mission von Belang wäre. Ja, ich glaube, es gibt generell in diesem Spiel nichts, was für unsere Mission von Belang wäre. Aber wir gehen erstmal hier unten hin und schauen uns mal ganz gründlich hier um. Ich befürchte nur, dass es hier mal wieder rein gar nichts gibt. Das ist wohl korrekt. Haben wir die Mana-Pflanzen mitgenommen, die ich da gesehen hatte? Nein, natürlich nicht. Ja, das jetzt voll auf Setarif. Das, ich habe mal nachgeschaut, das hat so 4 bis 8 Stunden Spielzeit. Ich denke, wir gehen eher Richtung 8 Stunden. Ich hoffe, es gibt keine Binde diese 3 Milliarden Sachen Quest. Aber vermutlich gibt's das. Da wartet auf uns auf jeden Fall schon mal eine Quest. Und hier warten auf uns ein paar Scavenger. Besessene Scavenger. Warum sollten die besessen sein? Wer sollte Scavenger besitzen? Besessen? Wie heißt das? Wer sollte von Scavengern Besitz ergreifen? So kann man das vielleicht sagen. Ja, das Spiel ist so ausgelegt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, denn auch das habe ich einmal gespielt. Wobei ich bin mir nicht sicher, ob ich es durchgespielt habe. Ich glaube fast nicht, weil ich kann mich ans Ende gar nicht mehr erinnern. Und das heißt bei mir allerdings nichts. Kann auch sein, dass ich es einfach vergessen habe. Hier sind noch ein paar Wolfies. Dämonische Wölfe, auch schön. Die habe ich in meiner Testaufnahme einmal umgehauen.
Aber das ist ja nicht so wichtig. Und dann habe ich die Testaufnahme auch beendet. Also mehr habe ich jetzt auch nicht gesehen. Und die Scavenger habe ich schon gar nicht gesehen. Also ich bin wirklich nur zu den Wölfen hin, habe die umgebracht. Und dann einmal guckt, wie sich der Ton so verhält. Und es scheint okay zu sein in der Aufnahme. Und dann habe ich eben diese gestartet. Habt ihr das Schaf jetzt erfolgreich getötet, oder? Nee. Lässt du vielleicht dieses Schaf in Ruhe? Denn das ist mein Freund, das Schaf. Ein Schaf. Das jetzt hinter uns herrennt, ist ja toll. Wir haben einen Freund gefunden. So schnell geht das, Kinder. Rettet jemanden vor Wölfen und er wird euer Freund. Und wenn es nur ein Schaf ist. Ja, und jetzt finden wir nämlich auch einfach Waffen. Eine Waffe 47 plus 20 Fernkampfkraft. Das bringt uns jetzt zwar nichts, das Ding, aber wir finden jetzt einfach Waffen, die viel stärker sind als alles, was wir im Hauptspiel finden konnten. Weil, wenn ihr euch erinnert, wir hatten dieses... Nee, dieses Schwert. Das Schwert der Vergeltung. Das war unsere Einhandwaffe, die wir in dieser krassen Ultraschmiede geschmiedet haben. Und die macht einfach nur 40 Schaden. Punkt. Mehr macht die nicht. Komm mit, Schafbärt. Naja, da kommt er. Ja, also im Grunde ist sämtliche Ausrüstung, die man sich in Arcania erarbeitet hat, ziemlich für den Arsch nach kürzester Zeit. Lass mein Schaf in Ruhe. Ja, ich denke, wir gehen erstmal hier zu den Scavengern. Ja, ansonsten ist hier nicht allzu viel, wie es scheint. Schafbärt ist immer noch da. Komm mit. Ich denke mal, wir müssen den da zu dem Bauernhof bringen oder so. Der wird da abgehauen sein. Was wir natürlich nicht haben, sind die Rezepte für die krassen Heiltränke und so. Das haben wir alles nicht.
Weil das hatten wir ja auch im Hauptspiel nicht, weil ich keinen Bock hatte, das zu kaufen. Ich weiß gar nicht, konnten wir es überhaupt mal kaufen? Kann ich mich gar nicht dran erinnern, weiß ich nicht. Wir haben sie auf jeden Fall nicht. Die brauchen wir aber vielleicht. Eigentlich wäre ja auch, bei OBS hängt meine Aufnahme mal wieder. Wo ist Schafbert? Erhabene Ausdauertränke. Ich denke, wir werden diese Rezepte jetzt aber bald finden. Dieser Knecht möchte nicht mit uns sprechen. Göttliches Elixier des Heldenmuts. Durchwirkter Kronstöcke. Ja, auch unsere ganze Ausrüstung, alles was wir gefunden hatten, eigentlich ist das alles nichts mehr wert. Diese tarifische Seide. Ich bin gerade wirklich am Überlegen, weil es halt, weil mir gerade klar wird, dass nichts von dem, was wir haben, lange halten wird. Und es deswegen eigentlich völlig egal ist, dass wir unseren Arcania-Helden nochmal spielen. Ich bin am Überlegen, ob wir doch nochmal neu anfangen, also ob ich nochmal neu anfange offscreen und dann als Magier losziehe. Weil ich glaube, das ist interessanter, als jetzt einfach mit demselben Helden nochmal das zu machen. Das wäre zwar cool, wenn man sein Zeug behalten könnte, weil wir haben ja gerade diesen Innos-Helm und diesen Schnitter des Hasses und so. Wir haben das ja alles nicht lange benutzen können. Aber wir werden es auch nicht lange benutzen können. Sah die Frisur des Helden schon immer so kacke aus? Oder liegt das daran, dass wir einen Helm tragen, der aber unsichtbar ist? Ja, das liegt daran, dass wir einen Helm tragen, der aber unsichtbar ist. Dadurch sieht die Frisur echt dumm aus. Ja, wisst ihr was? Wir speichern. Also ich speichere jetzt gleich. Und dann sehen wir uns genau hier, genau so wieder als Magier. Bis gleich. So, da sind wir schon wieder. Für euch hat das nur eine Sekunde gedauert. Für mich jetzt halt nochmal so eine knappe halbe Stunde. Wir haben das Schaf diesmal aber direkt mit dabei. So, jetzt haben wir Folgendes. Wir haben jetzt einen Level 28 Charakter mit recht wenig Lebenspunkten, dafür sehr viel Mana. Ja, so mehr oder weniger Standardausrüstung, die man zum Ende des Spiels haben kann, aber nicht das Beste, was geht, glaube ich. Also zumindest ist das nur die normale mythanische Kriegsrobe, nicht die Runengedingste. Wir haben natürlich auch keine von diesen legendären Waffen mehr. Wir haben aus irgendeinem Grund auch die Waffen, die wir hier hatten und nicht verkäuflich waren, nicht mehr. Ja, wir hätten einen arkanen Bogen, der 18 Magiekraft bringt. Und 45 Mana. Warum habe ich den nicht angelegt? Was soll das? Dann haben wir ein Schild. Und hier so eine Einhandstreitaxt. Aber die Boni von dem Zweihandschwert bringen mehr. Deswegen lassen wir das mal. Dann können wir mal die erhabenen Ausdauertränke, göttliche Elixier des Heldenmuts und Adlerauge lernen. Ja, und ansonsten haben wir relativ wenig. Wir haben praktisch kein Gold. Wir haben nur ganz wenig Gedöns. Aber also wir sind alles in allem deutlich schwächer als vorher. Aber ich denke, Magie wäre vielleicht auch nochmal interessant einfach. Dann habe ich eben diese drei Zauber mal ein bisschen ausprobiert. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass der Kettenblitz deutlich der beste ist.
Überlade diesen Zauber, indem du ihn maximal auflädst. Die überladene Variante dieses Zaubers wirft eine statische Aufladung für 244 Mana, die vom getroffenen Ziel oder alle weiteren Gegner in Reichweite überspringt. Jedes getroffene Ziel wird für 4 Sekunden elektrisiert und erhält 203 Schaden, benötigt Level 16. Todesblitz verursacht, dass Ziele mit weniger als 33% Lebensenergie augenblicklich sterben, wenn sie elektrisiert werden. Benötigt Level 13, besonders harte Gegner sterben nicht sofort, sondern nehmen stattdessen viel mehr Schaden. Also, ja, wir haben jetzt hier halt so einen Blitzangriff, der auf mehrere Ziele übergeht, die stunt und so weiter. Wir haben hier Gleichmut, das ist einfach Eis und Inbrunst ist so ein Feuerzauber, der explodiert. Wir haben noch 15 Fähigkeitenpunkte zu vergeben, das habe ich jetzt auch mal nicht gemacht auf Screen. Wir gehen einfach hier direkt komplett rauf. Nimmt eine Eiskugel für 506 Schaden anrichten, das Ziel für 15 Sekunden einen undurchdringbaren Eisblock einfriert. Länger mit beißender Kälte. Was ist beißende Kälte? Ach, das. Hä? Aber das hat man doch sowieso. Verstehe ich nicht. Ja, ich denke, wir könnten den eigentlich auch nochmal voll machen. Und dann gehen wir mit dem auf jeden Fall auch noch hoch. Und wir können dann... Wir können dann, wenn wir das voll haben, können wir einfach Präzision skillen. Für mehr Mana. Ich glaube, das ist so ganz okay. Lassen wir das mal... Ja, jetzt haben wir Sachen zum Herstellen. Wir haben einen Ausdauertrank, den könnten wir herstellen. Der gibt 400 Ausdauer, aber wir sind kein Nahkämpfer, also brauchen wir auch keine Ausdauer. Denn wir können jetzt natürlich... Das Schwert leuchtet nicht mehr. Wir können jetzt nur noch 1, 2, 3, 4 und das war's. Also so wie der Held am Anfang. Wir haben ja diese ganzen Kampftalente nicht. So, reden wir mal mit den Bauern hier. Wer bist du? Ein Knecht und ein Armin. Kommst du aus Sornjara? Bist du ein Jäger des Königs? Wie kommst du auf die Idee? Ich war bei den Wachen am Stadttor, hab ihnen von den Wölfen erzählt und gehofft, sie würden Hilfe schicken. Naja, vielleicht kann ich euch helfen. Um was für Wölfe geht es? Es gab schon immer Wölfe hier im Tal, aber sie haben sich verändert. Inwiefern? Früher, da haben sie mal ein paar Hühner gerissen oder auch mal ein Schaf, aber jetzt, sie sind in mein Haus eingedrungen. Am helllichten Tag hätten meine Frau und meine Magd fast getötet. Und ihre Augen... Leuchten wie die Glut im Herzen eines Lagerfeuers, ich weiß. Ich habe die Wölfe gesehen und erschlagen. Ihr braucht euch keine Sorgen mehr zu machen. Eure Höfe sind wieder sicher. Ich danke dir. Hier, nimm das. Es ist nicht viel, aber... Vielleicht kannst du es brauchen. Zeichen der Göttin erhalten und 9000 Erfahrungspunkte. Ja, mit Erfahrung wird man jetzt zugeschissen. Erstmal, glaube ich. Wir nehmen natürlich alles mit, was wir finden. Ich habe endlich jemand, der auch was tut. Ja, ich habe versucht, alles genauso zu machen wie vorher. Also ich habe alles mitgenommen, alle Gegner besiegt und so weiter. Dass wir wirklich an der gleichen Stelle sind, wie wir es waren. Nur eben als anderer Charakter. Armschienen der Ehre. Können wir uns gleich mal angucken. Die Geheimnisse der Schmiede Stahl. Nicht so wichtig. Modriger Kurzbogen. Morsche Keule. Naja, gut, auch nicht so wichtig. Da ist unser Schafbärt. Was wir jetzt mit dem machen, weiß ich nicht. Weil brauchen tun wir den jetzt eigentlich nicht. Ich dachte eigentlich, man gibt den dann da ab, aber offensichtlich ist dem nicht der Fall. Du bist nur ein Knecht. Was ist, wenn ich mit dir hier über die Schafweide latsche? Bleibst du dann hier? Ja, das sieht gut aus. Okay. Das bleibt dann einfach da. Dann können wir das ja so lassen.
gehen dann einfach mal weiter. Gucken, was sonst noch so hier ist. Ja, ich bin auch natürlich, ich habe angefangen und bin dann direkt gegen die ersten Scavenger verreckt. Und hatte nicht gespeichert und konnte dann nochmal komplett alles neu machen. Aber ist nicht so schlimm. Mir einen Meeresschlick. Ja, ihr seht, warum ich diesen Zauber so ganz gut finde. Der bringt einfach alles um. Das Einzige, was wir jetzt brauchen, ist Mana und Magiekraft. Der Rest ist eigentlich ziemlich egal. Also alles, was uns Magiekraft und Mana bringt, nehmen wir mit. Grundsätzlich funktioniert Magie ganz ähnlich wie Pfeile. Ich weiß gar nicht, wo wir... Müssen wir hier lang? Sehe ich natürlich auch nicht. Gucken wir erstmal in die Höhle da vorne. Oder vielleicht gucken wir erstmal hier noch. Ich glaube, hier auf der Seite waren wir noch gar nicht. Hier sind ja auch noch Meeresschlicks. Ja, erst mit dem Zauber auf Maximum ist er auch noch mal eine ganze Ecke besser. Schauen wir mal in diese Höhle. Was haben wir hier? Ein besessener Lurker. Ja, alle Viecher, denen wir begegnen, sind besessen. Aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist eigentlich nicht gut. Okay. Ja, unsere Mana-Regeneration ist zum Glück ganz gut. So dass wir eigentlich schnell wieder Mana bekommen. Ah. Ein Dämonenmaul. Halt dein Dämonenmaul. Eigentlich neue... Ja. Wir lernen auch hier einfach wieder alles, was wir kriegen. Ob wir es brauchen oder nicht, ist erstmal egal. Ich muss mal eben... Man hat es ja eben auch schon wieder gehört. Ich muss kurz mein E-Mail-Programm schließen. Das habe ich nämlich dummerweise wieder mal offen gelassen.
So, dann probieren wir uns mal an diesen besessenen Feuerwaran hier. Das sollte funktioniert haben. Achso, den hat es auch erwischt. Dann rein in die Höhle. Einen erhabenen Heiltrank. Der einfach 600 Leben heilt. Das ist tatsächlich heftig. Aber wenn alles gut geht, brauchen wir den überhaupt nicht. Oder brauchen wir einfach keine Heiltränke. Ja, und ihr seht schon, dass das Thema dieses Spiels Schläuche und Gegnerhorden. Das gibt's hier jede Menge. Das Spiel schmeißt einen einfach mit Gegnern zu und schickt einen durch ellenlange Schläuche. Deswegen bin ich so froh, dass es nur so kurz ist. Obwohl ich das damals sogar zum Vollpreis gekauft habe, war ich happy, als es vorbei war, weil es einfach so ätzend ist. Ich glaube tatsächlich als Magier mit einem, wenn man diesen Blitzzauber. Ein Helm. Wenn man diesen Blitzzauber maximiert hat, ist man stärker als Nahkämpfer. Aber das ist leider kein Helm für uns. Denn wir brauchen ja jetzt Dinge mit Magie. Aber ihr seht, diesen Helm, der wäre bereits besser gewesen, oder? Ich glaube, der wäre schon besser als... Ein bisschen schlechter noch als dieser Innos Heiligenschein. Aber nicht mehr, also wir sind ja noch ganz am Anfang, wir haben ja quasi gerade erst angefangen. Aber wir sind jetzt bei einer halben Stunde, beziehungsweise etwas drüber. Deswegen machen wir einfach in der nächsten Folge hier weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid, dass ich das hier nicht alleine durchstehen muss. Und bis dahin. Ciao.